4, Beratung des Schlussberichts der Enquetekommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, Platz zu nehmen, die sich an der Aussprache beteiligen wollen. Dann kann ich die erste Rednerin aufrufen. Das mache ich jetzt für die Fraktion der CDU/CSU als erste Rednerin Antje Letzius. Ich grüße Sie. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, endlich ist er fertig. Der Enquetebericht über die berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt. Unser Land profitiert enorm von der beruflichen Bildung. Sie sichert den Fachkräftenachwuchs, stärkt die Wirtschaft und fördert die Teilhabe und Integration junger Menschen. Wir alle müssen daher ein Interesse an einer zukunftsfesten beruflichen Bildung haben. Ich habe vor meiner Zeit als Bundestagsabgeordnete selbst ausgebildet. Daher blutet mir das Herz, wenn ich höre, dass immer mehr Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben. Ob Gastronomie, Handwerk oder der Handel. Wir brauchen qualifizierte Fachkräfte. Die digitale Transformation in der Arbeitswelt bietet Chancen und Herausforderungen. Was ist also zu tun, damit die berufliche Bildung zukunftsfest bleibt? Genau damit haben wir uns 3 Jahre lang in der Enquetekommission auseinandergesetzt. Heute präsentieren wir Ihnen unser Ergebnis. Die Arbeit hat sich gelohnt. Als ich letztes Jahr den Vorsitz der Kommission übernommen habe, war das für mich Ehre und Herausforderung zugleich. Ein erstes Dankeschön geht an meinen Vorgänger Dr. Stefan Kaufmann für seine hervorragende Arbeit und die gute Übergabe. Auch bei meinen 19 Kolleginnen und Kollegen hier im Bundestag und bei den 19 Sachverständigen bedanke ich mich für die konstruktive Zusammenarbeit. Sie alle hatten trotz mancher intensiver Auseinandersetzung stets das Beste für die berufliche Bildung im Blick. So ist uns ein Bericht gelungen, der keine Aneinanderreihung von Projektgruppenberichten ist, sondern ein in sich geschlossener Text. Auch das macht ihn einzigartig. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung des Sekretariats. Ich schaue mal auf die Tribüne unter Leitung von Herrn Dr. Vogt. In unserem Bericht zeigen wir, dass die Digitalisierung eine Chance für die berufliche Bildung bietet, wie das eigenverantwortliche, lebensbegleitende Lernen zur Normalität werden kann und warum wir dringend einen Pakt für berufsbildende Schulen und einen Pakt für berufliche Bildung benötigen. Nur damit wäre eine verlässliche Finanzierung digitaler Lehr- und Lehrausstattungen und eine Infrastruktur auf hohem Niveau dauerhaft gesichert. Für all diejenigen, die im Herbst Koalitionsverhandlungen führen, ist der Bericht eine Pflichtlektüre. Und es geht um die Fachkräfte von morgen. Unser Bericht kann als Blaupause für Ihre Verhandlungen dienen. Unser Bericht ist damit ein Geschenk an die zukünftige Regierung. Bitte nutzen Sie ihn und setzen Sie sich für eine starke berufliche Bildung ein. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Schluss erlauben Sie mir noch ein paar persönliche Worte. Nach 8 Jahren im Bundestag ist das heute meine letzte Rede. Mit Stolz habe ich stets meinen Wahlkreis vertreten und mit Freude mich in der Enquetekommission und im Ausschuss Arbeit und Soziales eingebracht. Ich möchte mich bei all denjenigen, die mich auf meinem Weg begleitet haben, für die Unterstützung bedanken, allen voran bei meiner Familie. Den Bürgerinnen und Bürgern in meiner Heimat danke ich, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben, sie hier vertreten zu dürfen. Und einen herzlichen Dank an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin und im Wahlkreis. Vielen Dank und Ihnen alles Gute.
Und das wünsche ich Ihnen auch im Namen von den Kolleginnen und Kollegen im Haus. Ihnen alles Gute für den nächsten, hoffentlich richtig aktiven Abschnitt. Viel Neues, viel Neugier und vergessen Sie uns nicht ganz. Dankeschön. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Nicole Höchst. Frau Präsidentin, werte Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir blicken heute auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der Enquete-Kommission zurück. Der weit überwiegende Teil der veröffentlichten Ergebnisse konnte in gemeinschaftlich erstrittenen Konsens gefasst werden. Zu den konsentierten Punkten wurde jetzt schon einiges gesagt. Da gehen wir mit. Spannend ist allerdings auch der Dissens, also die Sondervoten der Fraktionen. Die AfD-Fraktion fühlt sich dem Leitgedanken des europäischen Humanismus verpflichtet und sieht den Menschen auch in der digitalen Zukunft im Mittelpunkt jeglicher Wertschöpfung. In der beruflichen Bildung darf nicht die Technik den Menschen und das Lernen beherrschen, sondern die Digitalisierung bleibt Mittel zum Zweck und elementares Hilfsmittel. Der Mensch, Lehrer, Ausbilder und Schüler muss stets im Fokus des bildungspolitischen Handelns stehen. Lehrer sind pädagogisch prägende Persönlichkeiten, die ihre Schüler im Humboldtschen Sinne fördern, fordern und dadurch Bildung ermöglichen und nicht reine Moderatoren, die irgendwo Lerninhalte hochladen. Derzeit sehen wir unter dem Brennglas, was eine Umstellung des analogen Unterrichts auf digitalen Fernunterricht auslöst. Eine ganze Generation von Schülern hinkt hinterher, ist nicht selten depressiv, sozial vereinsamt, abgehängt und frustriert. Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Forschern der Frankfurter Goethe-Universität bescheinigt dem Distanzunterricht während der Corona-Krise für den Lernzuwachs in etwa die Wirksamkeit von Sommerferien. Wie überraschend. Die Digitalisierung von Lernprozessen ist also bereits an ihre Grenzen gestoßen. Gerade Kinder und Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen leiden unter einer Überbetonung der Digitalität und somit dem Mangel an emotionalen und geistigen Anregungen. Ausufernde Digitalität befördert soziale Ungerechtigkeiten und schaltet Chancengleichheit aus. Kinder und Jugendliche, die Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Selbstorganisation von Haus aus nicht gelernt haben, sowie Menschen mit Benachteiligungen scheitern in Serie an und mit digitalen Angeboten. Die Übersetzung des Lernstoffs in die Erfahrbarkeit des realen Lebens findet für alle konsequent nicht statt. Was für ein Raubbau an der Generation Zukunft, meine Damen und Herren! Etliche Betriebe beklagen schon lange mangelhafte Kenntnisse vieler Bewerber im Bereich der MINT-Fächer. Führende Digitalisierungsstaaten unternehmen dort besonders große Anstrengungen. Deutschland hingegen betont schulisch die Vermittlung richtiger politisch-ideologischer Haltungen. Das ist der falsche Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freie demokratische Geister schaffen Innovation und Fortschritt in der Welt, nicht ideologisch gefesselte. Und wir brauchen erheblich mehr gut ausgebildete Lehrer. Die AfD-Fraktion fordert, die unterdurchschnittlichen Bildungsausgaben in Deutschland generell deutlich zu erhöhen. Im europäischen Vergleich hinkt Deutschland mit 4% des BIP am unteren Ende bei den Bildungsausgaben hinterher. Bitte hören Sie doch endlich auf, Mangel zu verwalten, und investieren Sie in die Zukunft. Die Unterstützung von mittelständischen Klein- und Kleinstbetrieben ist der AfD besonders wichtig. Sie schultern einen Großteil der Ausbildung und eröffnen Perspektiven. Sie binden junge Menschen in ländlichen Regionen, erhalten Heimat. Es muss uns ein Anliegen sein, die Vielfalt unserer Betriebe in Deutschland zu erhalten.
Die Attraktivität und Wertschätzung von Arbeit in Ausbildungsberufen muss wieder deutlich gesteigert werden. Das heißt, eine Ausbildung mit anschließendem Berufsleben muss erstrebenswerter sein als eine Aussicht auf eine Hartz-IV-Karriere. Insgesamt wurde auf die klassische Ausbildungsreife in der Enquete-Kommission zu wenig Wert gelegt. Tugenden wie Pünktlichkeit, Fleiß, Disziplin, Lernbereitschaft, soziales Miteinander, Gründlichkeit und andere berufsrelevante Haltungen und Einstellungen sind nicht antiquiert, sondern haben zum Erfolg unseres Landes maßgeblich beigetragen und den Begriff Made in Germany mitgeprägt. Meine Damen und Herren, ich habe in meinen 4 Jahren hier im Parlament viel an Zumutungen im Namen einer Demokratie erlebt, die der Anti-AfD-Einheitsblock umdefiniert hat. Man möchte die Alternative für Deutschland so unsichtbar wie möglich machen und verwehrt ihr unter fadenscheinigsten Vorwänden jeden Bundestagsvizepräsidenten, den sie aufstellt, sowie die Besetzung vieler Gremien, wie superdemokratisch, ganz genau. Von hanebüchenen Anschuldigungen und Diskreditierungsversuchen, wie jetzt gerade auch wieder, unserer parlamentarischen Arbeit mit dem Wunsch nach Verteufelung und der Unsichtbarmachung mal ganz zu schweigen. Man maß zudem bei Anträgen im Zusammenhang mit der Enquete mit zweierlei Maß und lehnte letztlich einen AfD-Antrag ab, der eine Forderung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages aus dem Jahr 2017 ist und der, jetzt kommt's, als Konsenshandlungsempfehlung Eingang in den Bericht gefunden hat. Erklären Sie das mal schlüssig den Menschen da draußen. Das ist hier im Parlament leider eher grundsätzliche Vorstellung von Politik für Deutschland, und das ist unerträglich. Man kann aber demokratisches Kampfgewicht, Expertentum und die Liebe zu Deutschland nicht unsichtbar machen. Und da, wo Schatten ist, ist auch viel Licht. So wurde für uns in der Enquetearbeit über weite Strecken erfahrbar, wie demokratische Zusammenarbeit wirklich aller Fraktionen und ihre Experten zum Wohle Deutschlands stets aussehen könnte. Eine Sachdebatte geleitet von gegenseitigem Respekt und dem Willen, auf Augenhöhe das Beste für unser Land zu erwirken. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben und gezeigt haben, dass Demokratie noch lebendig ist. Ich hoffe, dass dieser Bericht nicht rückgängig gemacht werden muss. Vielen Dank. Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Jasmin Fahimi. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren an den Monitoren zu Hause. Diese letzte Sitzungswoche, die wir hier im Plenum im Deutschen Bundestag haben werden, formal, sie ist geprägt von zahlreichen Entscheidungen nationaler Tragweite. Und der eine oder die andere mag sich fragen, was hat das dann mit dem Thema berufliche Bildung zu tun? Nun, ich kann es Ihnen sagen, die berufliche Bildung in Deutschland ist einer der wesentlichen Bausteine, die wir brauchen für einen erfolgreichen Umbau unserer Wirtschaft. Die Transformation der Arbeitswelt, davon ist meine Bundestagsfraktion, die SPD, überzeugt. Diese schöne, hoffentlich neue, aber auch schöne neue Arbeitswelt, sie braucht einen Ordnungsrahmen und sie braucht einen neuen Ordnungsrahmen. Denn Digitalisierung, das ist nicht einfach nur ein technischer Prozess. Digitalisierung ist nicht nur einfach Vermittlung von Technik, Wissen und Fertigkeiten, sondern es ist quasi eine Kulturrevolution, vor der wir stehen, eine tiefgreifende Veränderung von Lebens- und Arbeitsweisen. Und das macht manchen auch Angst, denn es drohen Arbeitsplätze wegzufallen, es kommen vielleicht ganz neue Berufe dazu, was wird meine Arbeit morgen noch wert sein? Wir brauchen also dringend kontinuierliche Anpassungsprozesse, um nicht
in die Gefahr zu laufen, ein Passungsproblem zu bekommen, wo wir einerseits Fachkräftemangel haben und andererseits die, die nicht schnell genug in der Anpassung sind, mit Arbeitslosigkeit zu bedrohen. Aber die gute Nachricht ist, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir sind gut aufgestellt mit dem Berufsbildungssystem in Deutschland, denn es ist ein starkes Instrument auch für die Zukunft, das davon geprägt ist, dass es in der Vergangenheit bereits uns zu dem wirtschaftlichen Erfolg verholfen hat, den wir heute kennen, nämlich einen Fachkräftepool sicherzustellen, der die Innovationskraft in den Betrieben, aber auch die Qualitätsarbeit in Deutschland bis heute Made in Germany auch gerecht gemacht hat. Die berufliche Bildung in Deutschland ist aber auch ein riesengroßes soziales Integrationsprojekt. Die Möglichkeit, einen freien Zugang ohne Hindernis in eine gute berufliche Perspektive zu bekommen, die Selbstbestimmung, sich erfinden zu dürfen, seinen Beruf wählen zu dürfen, was im Übrigen im Artikel 12 des Grundgesetzes tief verankert ist in unserer Verfassung. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung, das gilt es heute zu bewahren. Und ja, leider ist es so, dass in der Pandemie diese Integrationskraft und die Attraktivität der beruflichen Bildung nachlässt. Und deswegen sagen wir als SPD auch nach den Beratungen der Enquete-Kommission ganz klar, die berufliche Bildung, sie muss stabilisiert werden, sie braucht einen Neustart, und zwar über die gesamte Bildungskette hinweg. Das heißt, wir müssen in der Berufsorientierung beginnen. 200.000 und mehr Jugendliche, die jedes Jahr ins Übergangssystem gehen, das ist zu viel. Und es ist offensichtlich, dass wir eine bessere Berufswahlkompetenz in den Schulen brauchen. Nicht nur das Kennen von Berufen, sondern das Entdecken von eigenen Talenten muss im Vordergrund stehen. Wir brauchen mehr assistierte und begleitete Übergänge von der Schule in den Beruf. Das haben wir schon zum Teil ausgebaut, aber es ist jetzt Zeit, und das ist Position der SPD-Bundestagsfraktion, es ist jetzt Zeit, jedem Jugendlichen gerade heute das Signal zu geben, wir geben dir ein Ausbildungsversprechen, es ist Zeit für eine Ausbildungsgarantie in diesem Land, das jedem Jugendlichen eine vollwertige Ausbildung garantiert. Damit inbegriffen sind Umlagefinanzierungsmodelle, Ausgleichsmodelle in den Branchen, um endlich auch den Lastenausgleich zwischen ausbildenden und nicht ausbildenden Betrieben sicherzustellen. Und wenn ich von vollwertiger Ausbildung spreche, dann will ich hier auch ganz klar sagen, wir lehnen jeglichen Versuch der Zerstückelung der beruflichen Bilder und der Berufsbilder, Modularisierung, Schmalspurausbildung. Wir lehnen all diese Zergliederung der Berufsbildung deutlich ab. Nur eine vollwertige Ausbildung von 3 und 3,5 Jahren ist eine gute Ausbildung, und sie ist das notwendige feste Fundament, um dann darauf tatsächlich Qualifizierung und agile Fortbildung, die wir in Zukunft brauchen, überhaupt aufbauen zu können. Die Qualität der Ausbildung wollen wir durch einen Berufsbildungspakt deutlicher unterstreichen und verstärken. Das betrifft ausdrücklich nicht nur alleine die digitale Infrastruktur in den Berufsschulen, sondern es umfasst vor allem auch eine Lehrkraftoffensive, die wir brauchen, um den drohenden Berufsschullehrermangel in den nächsten Jahren entgegenzuwirken. Wir müssen hier investieren. Und wir müssen auch in die Methodik der Schulen investieren. Denn Technik, sie ist furchtbar langweilig, wenn sie nicht zum Wohle des Menschen eingesetzt wird. Und deswegen geht es nicht nur darum, einfach vom Präsenzunterricht in den digitalen Unterricht zu wechseln, sondern es geht darum, E-Didaktik so einzusetzen, dass wir neue Lernerfolge schaffen, dass wir die Jugend besser durch die Ausbildung und mit mehr Erfolg durchbringen. Und vollwertige und gute Ausbildung, das muss dann auch für alle gelten. Das muss dann auch in den Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufen gelten, so wie wir es in der Pflege gemacht haben. Eine Ausbildungsvergütung sicherzustellen in allen Ausbildungsberufen, endlich das Schulgeld in allen Ausbildungsberufen abzuschaffen und, wie im Berufsbildungsgesetz eben auch, einheitliche Verordnungen, und zwar in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern. Und deswegen wollen wir auch für die Gesundheits-, Erziehungs- und Sozialberufe neue eigene Bundesberufsgesetze einführen. Mehr Flexibilität ist von den Auszubildenden immer wieder gefordert. Und deswegen sagen wir, wir wollen auch die Eigenständigkeit der Auszubildenden stärken. Durch eine digitale Lernmittelfreiheit, digitale Endgeräte, Azubi-Datenflat, das alles schafft digitale Mobilität. Aber wir brauchen auch die physische Mobilität. Das heißt, neben den Azubi-Tickets vor allem ein Bundesprogramm für junges Wohnen.
So wie beim studentischen Wohnen wollen wir für Auszubildende bezahlbaren Wohnraum schaffen, damit sie überhaupt eine reale Chance haben, viele hundert Kilometer weit weg von ihrem elterlichen Zuhause vielleicht eine Ausbildung überhaupt aufnehmen zu können. Und ein gemeinsames Wohnen von Studenten und von Auszubildenden würde im Übrigen vielleicht auch die eine oder andere soziokulturelle Barriere im Kopf endlich überwinden helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, zum Abschluss, man kann nicht über die Enquete-Kommission und den Bericht erzählen und berichten, wenn man nicht über Weiterbildung spricht. Wir brauchen endlich eine durchschlagende Veränderung unserer Weiterbildungskultur. Und deswegen sagen wir ganz klar, in allen Berufen muss gelten, kein Abschluss ohne Anschluss. Und der muss sich auch konkretisieren. Wir wissen, dass Weiterbildung eben nicht in gleichem Maße allen zukommt, dass die Einkommensklassen, die Vorqualifizierung entscheidend dafür ist, wie hoch der Anteil derjenigen ist, die tatsächlich von Weiterbildung profitieren. Und das müssen wir stärken, und zwar auch im Betrieb durch mehr Mitbestimmung. Da haben wir mit dem Betriebsrätestärkungsgesetz ein klares Signal gesetzt, aber das müssen wir weiter im Blick behalten. Und ich will auch, dass wir nicht nur eine Agentur für Arbeit, sondern auch eine Agentur für Arbeit und Qualifizierung haben. Wir müssen die BA weiter ausbauen zu einer echten Arbeitsversicherung mit Qualifizierungsboni, mit Transformationskurzarbeitergeld. Aber, und das ist mir wichtig, all das haben wir zum Teil schon angeschoben. Aber was fehlt und was wir unbedingt stärken wollen, ist der individuelle Anspruch, konkret für alle gleichberechtigt auf Weiterbildung. Und deswegen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es Zeit ist für ein Erwachsenen-Weiterbildungsgesetz. Nicht für Ansparmodelle, nicht für Konten, nicht für nicht existenzsichernde Midlife-BAföG-Lösungen, wie es einige vorschlagen, sondern ein Erwachsenen-Weiterbildungsgesetz, in dem jeder für 3 Jahre eine Bildungsgrundabsicherung erfährt, um dann tatsächlich selbstbestimmt, unabhängig vom Arbeitgeber, unabhängig von drohender Arbeitslosigkeit, sich entscheiden zu können, ob er sich nicht selber eine zweite Chance im Leben gönnt und seine eigene Lebenslaufbahnplanung in die Hände nimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben hoffentlich gemerkt, für die Sozialdemokratie sind Bildungsfragen eben auch Verteilungsfragen. Und deswegen machen wir uns mit diesem Bericht jetzt auf den Weg und machen wir diese Republik gerechter. Schaffen wir für die berufliche Aus- und Weiterbildung endlich einen Neustart für eine erfolgreiche und dauerhafte Berufsperspektive für alle. Und zum Schluss möchte ich mich an dieser Stelle deswegen auch recht herzlich bedanken an alle, die in diesem Sinne konstruktiv in dieser Enquete-Kommission mitberaten haben, in aller Regel sehr sachorientiert, sehr kollegial. Ich bedanke mich insbesondere bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus der Obleuterunde, meine Kollegin Katrin Staffler, mit der ich eng zusammengearbeitet habe und die heute leider erkrankt ist, aber auch andere Obleute. Ich sehe Jens Brandenburg, mit dem es immer eine sehr kooperative Zusammenarbeit bei allem inhaltlichen Dissens gegeben hat, aber auch mit meiner Kollegin Birke Bull-Bischoff, mit der ich immer eine sehr enge Zusammenarbeit auch in diesen Fragen, die ich gerade angedeutet habe, gepflegt habe. Herzlichen Dank an die Vorsitzenden der Enquete-Kommission, Herr Kaufmann und Frau Letius. Ich finde, dieser Bericht kann sich sehen lassen, und ich hoffe, dass er wirklich einen neuen Impuls für die nächste Bundesregierung setzt. Denn das ist unser Auftrag gewesen, sehr grundsätzlich und in die Zukunft zu schauen. Ich finde, es ist uns gelungen, und jetzt werden wir darum streiten, die richtigen Schwerpunkte im Bundestagswahlkampf auch deutlich zu machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, jetzt hat als Nächstes das Wort der Kollege Dr. Jens Brandenburg für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Digitalisierung verändert die berufliche Arbeitswelt fundamental. Sie verändert Geschäftsmodelle, sie verändert Berufsbilder. Und junge Menschen, die heute in der Schule, in der Ausbildung sind, werden im Laufe ihres Erwerbslebens mehrfach ihren Beruf wechseln oder neu erlernen müssen. Und das stellt natürlich die berufliche Bildung vor ganz neue Herausforderungen, ist aber auch eine große Chance. Und genau darüber haben wir in der Enquete-Kommission gemeinsam 3 Jahre lang in über 200 Sitzungen intensiv diskutiert, gerungen und sehr oft auch gestritten. Und das Ergebnis dieser Diskussion liegt seit dieser Woche in einem über 500 Seiten fassenden Bericht
vor. Und dahinter steckt sehr, sehr viel Arbeit. Nicht nur von uns Abgeordneten, auch in der Obleuterunde, sondern auch von den vielen Sachverständigen, von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in den Fraktionen, in den Büros, den vielen extern geladenen Experten und Expertinnen und ausdrücklich auch dem Sekretariat der Verwaltung des Deutschen Bundestages. Und deshalb möchte ich all den Beteiligten persönlich, aber auch im Namen meiner Fraktion, für dieses kooperative, kollegiale, konstruktive und auch konzentrierte Miteinander sehr, sehr herzlich danken. Und der nun vorliegende Bericht, der ist nun wahrlich kein konsensualer Masterplan für die nächsten 10 oder 20 Jahre. Dafür, wir haben es eben schon gehört, sind die inhaltlichen Unterschiede, auch die unterschiedlichen Vorstellungen, wie denn die berufliche Bildung sich weiterentwickeln soll, schlicht zu groß. Und wir sehen das, wenn Sie in den Bericht reinschauen, werden Sie ja sehen, an einigen Prüfaufträgen auch immer wieder geteilten Voten, wo es dann heißt, ein Teil der Kommission sieht es so, ein anderer sieht es so. Aber was dieser Bericht wirklich leisten kann, ist eben eine strukturierte Analyse und Darstellung all dieser Debatten und unterschiedlichen Positionen im Bereich der Berufsbildungspolitik. Und ich glaube, das ist wirklich eine hervorragende Grundlage für Verhandlungen der nächsten Koalition. Und ich glaube außerdem, dass es umso wichtiger ist, umso erfreulicher, dass es uns trotzdem gelungen ist, in einigen zentralen Handlungsempfehlungen zu einem Konsens zu kommen. Beispielsweise mit einem deutlichen Ausbau der Berufsorientierung, auch an Gymnasien, um wieder mehr junge Menschen für eine berufliche Aus- und Weiterbildung zu begeistern. Oder mit dem Pakt für berufsbildende Schulen, der ausdrücklich nicht nur auf die technische Ausstattung setzt, sondern insbesondere auf die Aus- und Weiterbildung des Lehrpersonals. Uns Freien Demokraten, oder wir hätten uns sicher an einigen Stellen mehr gewünscht. Das sehen Sie im Sondervotum an ein paar Stellen, aber drei Beispiele möchte ich hier kurz noch nennen. Ich glaube, die wirklichen Folgen der Digitalisierung hat die Enquete-Kommission an vielen Stellen unterschätzt. Wir müssen schneller neue Tätigkeiten in Berufsbilder übersetzen. Wir sollten auch digitale Grundkompetenzen in der Ausbildung stärken. Gerade zu Beginn der Ausbildung berufsfeldübergreifende Kompetenzen in den Fokus rücken, bevor man sich weiter spezialisiert. Zweitens, das Thema der Internationalisierung in der globalisierten Arbeitswelt. Erasmus Plus steht nicht nur Studierenden, sondern auch Auszubildenden offen, wird viel zu selten genutzt. Der deutsche berufliche Austauschdienst, leider kein absoluter Konsens in der Runde, ist eine der wichtigsten Empfehlungen in diesem Enquete-Bericht, um das zu ändern, was an Hochschulen möglich ist, muss auch der beruflichen Bildung geöffnet werden. Und drittens, eine Exzellenzinitiative berufliche Bildung. Mir macht es große Sorge, dass schon vor Corona, aber insbesondere im letzten Jahr, die Zahl der Ausbildungsverträge massiv eingebrochen ist. Das ist kein reines Angebotsthema. Es liegt auch daran, dass sich immer weniger Schulabgänger überhaupt auf offene Stellen bewerben. Und deshalb sollten wir politisch die Lage auf dem Ausbildungsmarkt nicht schlechter reden, als sie ist. In vielen Branchen suchen Betriebe händeringend nach motivierten Auszubildenden. Es lohnt sich, sich zu bewerben. Die Chancen stehen sehr gut. Politisch sollten wir deshalb auch mehr Freiraum geben, nicht immer alles in engere gesetzliche Grenzen rücken, sondern mehr Freiraum und Unterstützung für Innovationen vor Ort, auch regionale Cluster. Dafür stehen wir Freie Demokraten. Die Bundestagswahl im September wird sicher, wir haben es eben auch gemerkt, so ein Stück weit eine Richtungswahl in der beruflichen Bildung sein, wo es hingehen kann in die eine oder andere Richtung. Auch das macht der Bericht sehr deutlich und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. So, die nächste Rednerin ist die Kollegin Birke Bolt-Bischoff, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das System der dualen Ausbildung, der Berufsausbildung hierzulande ist eine Stärke. Allerdings das mit der Integrationskraft sehe ich ein kleines bisschen kritischer, liebe Jasmin, weil die soziale Herkunft von jungen Menschen entscheidet auch in der beruflichen Bildung sehr oft und maßgeblich über den Bildungserfolg. Und das ist im Wortsinn ein Armutszeugnis. Zu viele junge Menschen werden in Warteschleifen und Sonderstrukturen verwiesen, zum Beispiel junge Menschen mit Hauptschulabschluss oder ohne Schulabschluss durch die Praxis der Ausbildungsreife in der Bundesagentur für Arbeit. Lernorte mit einem hohen sozialen Image sind relativ gut ausgerüstet, beispielsweise die
überbetriebliche Ausbildung, ausgerüstet mit öffentlicher Aufmerksamkeit, ausgerüstet mit digitaler Infrastruktur. Und dort, wo junge Menschen lernen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs sind, da herrscht oft Mangel, zum Beispiel in der außerbetrieblichen Ausbildung, in der Jugendberufshilfe, im Übergangssystem. Und genau deshalb war für uns und ist für uns als Linke das einer unserer Schwerpunkte. Wir brauchen mehr Ausbildungsgerechtigkeit, wir brauchen mehr inklusive Angebote und Strukturen statt Warteschleifen und Sondersysteme. Und deshalb fordern wir eine Ausbildungsgarantie, da sind wir eins und da bin ich auch sehr froh drüber, eine Ausbildungsgarantie für alle jungen Leute. Wir brauchen eine Reform des Übergangssystems. Alle junge Leute, die dort ihre Ausbildung absolvieren, müssen wenigstens die Chance haben, ihren Schulabschluss zu verbessern und müssen wenigstens die Chance haben, mindestens 50% von betrieblicher Praxis zu profitieren. Es muss nicht nur mehr Geld ins System, liebe Kolleginnen und Kollegen, es muss auch gerechter verteilt werden. Auch, oder man kann sagen, gerade in der Jugendberufshilfe ist auch digitale Ausrüstung notwendig. Und wir brauchen das Recht für jeden Azubi, für jede Schülerin und Schüler auf einen Laptop, auf Drucker und Verbrauchsmittelmaterial. Das Ziel muss immer eine vollqualifizierende Ausbildung sein. Und deswegen gehören Unterstützungssysteme, mehr Zeit, mehr sozialpädagogische Hilfen, mehr Flexibilität in das sogenannte Regelsystem, in die duale und die schulische Ausbildung. Ich will noch ein Problem aufrufen, was uns nun über mehrere Jahre beschäftigt hat und sehr viel wert ist. Wer Erzieherin werden möchte, Logopädin oder Ergotherapeutin, der kriegt oft oder die meistens keine vernünftige Ausbildungsvergütung. Und genau das ist der Grund, weshalb viele junge Leute, das habe ich gerade im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt wieder erlebt, diese Ausbildung leider abwählen. Dabei brauchen wir sie. Das ist ein unhaltbarer Zustand. Wir brauchen auch für die schulische Ausbildung den Ausschluss von Schulgeld, das Recht auf Ausbildungsvergütung. Und das geht mit einem Bundesgesetz. Wir wollen es gerecht machen. Und genau das kann man und muss man bundesgesetzlich regeln. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Beate Walter-Rosenheimer ist die nächste Rednerin für Bündnis 90 Grünen. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und liebes Ausschusssekretariat, schön, dass Sie heute hier dabei sitzen auf der Tribüne. Es ist geschafft. 3 Jahre Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt liegen hinter uns. Und liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, alle, die in der Enquete waren, wissen, dass es eine intensive und arbeitsreiche Zeit war. Eine Zeit voll mit Licht und mit Schatten. Und im Sinne einer Art Abschlussbesprechung eines Lessons Learned tun wir gut daran, in einem kurzen Rückblick diese guten, aber auch die nicht so gelungenen Aspekte der gemeinsamen Arbeit einmal näher zu beleuchten. Dann wäre es doch, das wäre total schade, wenn wir das nicht im Sinne eines guten Wissensmanagement für zukünftige Projekte nutzen würden. Zunächst einmal, es ist gut und es ist wichtig, dass wir die Gelegenheit gehabt haben, in so einer Enquete miteinander zu diskutieren, uns auseinanderzusetzen und auch intensiv und fundiert mit dem Thema der beruflichen Bildung auseinanderzusetzen. Und das in einer digitalisierten Arbeitswelt. Das Thema, das wissen wir alle, ist brandaktuell, denn diese Arbeitswelt verändert sich gerade drastisch und die neuen Herausforderungen, auf die müssen wir vorbereitet sein. Wir brauchen Ideen, kreative Konzepte, wie wir auf den Wegfall von Tausenden von Arbeitsplätzen reagieren und dies auch im Sinne der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auffangen und neu gestalten. Und es gibt auch riesige Chancen. Viele neue Berufe entstehen. Fachkräfte für alle möglichen Bereiche und Branchen werden händeringend gesucht. In einer kleinen Anfrage antwortete uns die Bundesregierung, dass bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von ca. 800.000 Fach- und Arbeitskräften allein im Bereich Klimaneutralität besteht. Wo sollen die herkommen, wenn wir uns nicht jetzt intensiv darum kümmern? Das ist jetzt exemplarisch nur ein Bereich. Eine Fachkräfteoffensive muss zielgerichtet sein, und sie ist jetzt dringend gefordert. Hier können wir uns Stillstand und Abwarten nicht leisten, denn es geht um viel.
weil die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes auf dem Spiel steht. Wir müssen innovativ sein, modern denken, auf der Höhe der Zeit sein und nicht im Alten verharren. Das aber genau hat die Enquete in unseren Augen zu oft nicht getan. Es ist kein Geheimnis, dass wir Grünen finden, dass das Thema Digitalisierung nicht ausreichend und nicht weitblickend genug, nicht innovativ genug bearbeitet wurde. Zu viel wurde über den Status quo diskutiert, zu viel wurde auch manchmal in alten Töpfen gerührt, zu viel darauf beharrt, dass unser Exportschlager, die duale Bildung, auch weiterhin so gut funktioniert wie bisher und ein Selbstläufer bleibt. So ist es aber leider nicht, und dem müssen wir ins Auge sehen und dem müssen wir Rechnung tragen. Der aktuelle Berufsbildungsbericht zeigt uns deutlich, dass es nicht mehr einfach so weiterläuft. Wir haben einen neuen Niedrigstand an Ausbildungsverträgen erreicht. Immer weniger Betriebe bilden aus, immer weniger Auszubildende und Betriebe finden zueinander. Das ist ohnehin schon alarmierend, und da ist die kommende Veränderung durch die Digitalisierung noch gar nicht mitgedacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen hier noch mutigere Debatten, mutigere Auseinandersetzungen, und dann könnten wir auch den Abschlussbericht noch etwas ambitionierter und fokussierter weitergeben. Das ist ein Wermutstropfen, eine Chance, die nicht so ganz genutzt wurde in unseren Augen. Da wünschen wir uns mehr Mut, denn die Chance liegt im Wandel. Andererseits gibt es aber auch viele positive Aspekte, und wir freuen uns, dass einige unserer grünen Forderungen eingebracht werden konnten und dass man damit auch etwas zukunftsweisend nach vorne sehen kann. So haben wir uns sehr gefreut, dass wir dann doch noch 400 Azubis befragt haben. Wir wollten ja mehr Öffentlichkeit, mehr Beteiligung. Und da gab es anfangs schon ziemlich Skepsis. Aber ich sage jetzt gerade an die GroKo, haben Sie doch da mehr Mut zur Transparenz. Denn wir wollen die Menschen ja mitnehmen. Geben Sie sich künftig einen Ruck und lassen Sie mehr Beteiligung zu. Wichtig war uns Grünen auch, die Fahne hochzuhalten für Geschlechtergerechtigkeit und Inklusion. Und da ist auch noch Luft nach oben, auch wenn man die Besetzung anschaut. Im Sinne einer modernen Gesellschaft ist da einfach noch Luft. Zeit, es endlich selbstverständlich mitzudenken. Ein großes Anliegen war für uns außerdem die Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens. Auch das haben wir immer wieder fokussiert. Denn auch das gehört ja zu einer modernen Gesellschaft ganz maßgeblich dazu. Berufsbilder werden künftig nicht in gleicher Form ein ganzes Berufsleben lang weiter bestehen. Hier wollen und müssen wir dem Wandel noch viel mehr Aufmerksamkeit und Engagement widmen. Auch das ist eine Herausforderung, von der ich hoffe, dass der nächste Bundestag sie angehen wird und auf Basis des vorgelegten Berichts weiter daran arbeiten wird. Ganz insgesamt möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, und ich exkludiere hier jetzt niemanden wie die SPD-Fraktion, für die gute und kollegiale Zusammenarbeit für alle Fraktionen bedanken. Es hat sich gezeigt, dass die Arbeit in einer solchen Enquete auch ein Herzstück unserer Demokratie ist. Ich freue mich über die viele geleistete, konstruktive gemeinsame Arbeit, die Diskussionen, die Auseinandersetzungen. Auch wenn hier noch einmal gesagt werden muss, dass wir uns in der zweiten Hälfte der Enquete durchaus weniger Schulterschluss der GroKo gewünscht hätten und mehr Offenheit für die Vorschläge der Opposition. Und mein Dank gilt natürlich vor allem auch unserem Vorsitzenden, Herrn Kaufmann. Schön, dass Sie heute hier sind. Und dann danach Frau Letzius, vielen Dank und auch von unserer Seite, meiner Fraktion, alles Gute für Ihren weiteren Weg. Es gilt meinen Obleute-Kolleginnen und Kollegen, unseren Sachverständigen und ganz besonders dem Sekretariat, das als Maschinenraum der Enquete ganz unglaubliche Arbeit geleistet hat. Und last but not least, was wären wir ohne unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Fraktionen und in unseren Büros? Auch da ganz herzlichen Dank für Ihren großen Einsatz und das tolle Engagement. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner, der Abgeordnete Stefan Albani, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja,
diese Legislatur war eine gute Legislatur für die berufliche Bildung. Sie begann mit der Einführung eines Exzellenzwettbewerbs namens InnoVet. Er ging dann über die Modernisierung zweier Gesetze, des Berufsbildungsmodernisierungsgesetzes und des AFBG, kurz Meister-BAföG. Und nun liegt das Opus Magnum vor, das Ergebnis von 3 Jahren gemeinsamer Arbeit, der Bericht der Enquete-Kommission. Und ich möchte mit dem Dank beginnen an die Kolleginnen und Kollegen und die Sachverständigen, 19 Kolleginnen und Kollegen, 19 Sachverständige und zahllose zusätzliche geladene, direkt oder indirekt teilnehmende Sachverständige haben hier zu diesem Bericht beigetragen und haben das Ergebnis erzeugt, das heute vorliegt und auf das wir aus meiner Sicht wirklich alle gemeinsam stolz sein können. Das Ziel, was uns gemeinsam geeint hat, war die Überzeugung, dass die berufliche Bildung ein Erfolgsmodell ist, dass sie der Eckpfeiler für den Fachkräftebedarf ist und dass sie für die jungen Menschen letzten Endes die Basis einer sicheren Lebensgestaltung darstellt. Und nun kommt die Digitalisierung. Ja, die Digitalisierung ist Veränderung. Und wie ein chinesisches Sprichwort so schön sagt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und genau darum ging es uns herauszufinden, wie sieht es denn im System aus? Und wir müssen erstmal generell bei der Analyse 2 Arten von Digitalisierung unterscheiden. Das eine ist die in der Arbeitswelt selbst, also in den Berufen, die die Berufe verändern, die Berufe obsolet machen, die andere Berufe neu erzeugen. Und natürlich auch die Digitalisierung in der Ausbildung, also in der gesamten schulischen, im gesamten schulischen Teil, wo Digitalisierung, wenn es gut läuft, nicht nur Papier und Bleistift ersetzt, sondern neue Wege des Lernens und des Verstehens originär ermöglicht. Und wenn wir das betrachtet haben, haben wir festgestellt, dass zum Beispiel das Zusammenspiel der Sozialpartner, der Kammern bei der Modernisierung von Berufen gut funktioniert. Dass wir hier an dieser Stelle bestenfalls sagen können, ein paar mehr agile Verfahren, ein bisschen mehr Tempo an der einen oder anderen Stelle, aber auch das ist schon eigentlich des Guten zu viel. Eigentlich funktioniert dieses sehr gut. Aber es gibt andere Bereiche, in denen die Menschen verunsichert werden. Studien sagen, ungefähr 1,5 Millionen Arbeitsplätze werden wegfallen. Und aber auch 1,5 Millionen werden wieder entstehen. Und insofern gibt es zwei zentrale Felder, die wir in der Zukunft in den Fokus nehmen müssen, und das stellt der Bericht deutlich heraus. Das eine ist die Berufsorientierung. Wenn wir uns angucken, was derzeit getan wird, ist das eine Hülle und Fülle von Maßnahmen, die wir uns alle angeschaut haben. Von Zukunftstagen über Praktika, über alle möglichen Formen von Messen und Informationen, mittlerweile durch die Pandemie teilweise auch digital. Aber sie stehen alle monolithisch nebeneinander. Und wenn ich ein einfaches Beispiel nehme, vor einiger Zeit sprach ich mit einem jungen Menschen, einem Kollegen meiner Tochter, und fragte ihn nach dem Motto, was machst du denn jetzt mit deinem Berufspraktikum? Da sagte er, ja, er geht in eine Bank. Daraufhin fragte ich ihn, das war vor der Pandemie, wieso, du wolltest doch in die Baumschulen gehen, das interessiert dich doch. Ja, aber doch nicht im Februar, da ist das kalt und es regnet und die Bank ist überdacht und es warm. Dann nützt ein solches Berufspraktikum nicht zur Berufsorientierung an dieser Stelle. Und genauso ist es auch mit Zukunftstagen und anderen, wenn man sie nach Opportunität und nicht nach dem, was sein persönliches Interesse ist. Und da müssen wir deutlich besser werden. Ein weiterer Punkt ist, diese Veränderung, die wir in den Berufen einführen, macht es natürlich zwingend notwendig, in großen Mengen an Weiterbildung vorzusehen. Und hier wollen wir durch die Verbesserung der KfW-Bildungskredite, durch die Neuausrichtung von Bildungsprämien und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Weiterbildung ein deutliches Mehr in der Zukunft erreichen, sodass die Menschen, die hier weitergebildet werden sollen, das Gefühl haben, Weiterbildung für sie bedeutet auch für sie den Aufbruch in eine sichere und persönlich gute Zukunft. Dann will ich noch abschließen mit 3 weiteren Forderungen, die wir gemeinsam in teilweise unterschiedlicher Ausprägung formuliert haben. Das ist der Pakt für die berufliche
Bildung insgesamt, wo es darum geht, Förderung für Infrastruktur, Qualifizierung für die Lehrerweiterbildung und entsprechend Bereitstellung von Wohnraum und Mobilisierung. Ganz wichtig ist für uns der Pakt für die Berufsschulen, die eine steigende Bedeutung auch gerade im Bereich der Weiterbildung haben. Und last but not least die Internationalisierung, das heißt ein deutscher beruflicher Austauschdienst und auf diese Art und Weise dann auch mehr Internationalität hier wieder reinbringen. Denn was man sich klar machen muss, lange bevor Akademiker sich ausgetauscht haben über die Länder, waren es Handwerker, die auf die Walz gingen und so international ihre Fertigkeiten vervollständigten. Der Enquete-Bericht ist eine hervorragende Grundlage für die Arbeit in der nächsten Legislatur. Ich freue mich darüber, dass wir ihn gemeinsam geschafft haben. Ich muss ehrlich zugeben, es gab die ein oder andere Sekunde, wo wir unter der Leitung von Frau Letzius oder Lisa Völlers, an dieser Stelle gedacht haben, das schaffen wir nicht. Wir haben es geschafft. Ich freue mich darüber. Und ich denke, wir haben einen wichtigen Dienst getan, das Wichtigste zu entwickeln, was wir haben, nämlich die Fähigkeit in den Köpfen unserer jungen Menschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Stefan Albani. Die nächste Rednerin, Maria-Lisa Völler von der SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, als stellvertretende Vorsitzende der Enquete-Kommission Berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt konnte ich die insgesamt gut 3 Jahre Arbeit mitgestalten. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ja schon viele unserer Ergebnisse dargestellt, haben auch schon unsere Kontroversen deutlich gemacht. Ich möchte daher in der Kürze meiner Redezeit noch mal 2 Punkte betonen, die ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Das ist zum einen eine ergebnisoffene Berufsorientierung, beginnend in einer frühen Phase in der Sekundarstufe 1 an allen Schulformen. Warum ist das wichtig? Weil wir eine Gleichwertigkeit in der Wahrnehmung von beruflicher und akademischer Bildung bei unseren jungen Leuten brauchen. Diese Gleichwertigkeit kann insbesondere durch praktische Erfahrungen in Betrieben und durch den begleitenden Unterricht erreicht werden. Zum Beispiel kann eine Gymnasiastin ein Praktikum in einem Malerbetrieb machen. Das muss eine Selbstverständlichkeit auch in der gymnasialen Berufsorientierung werden. Aus vielen Gesprächen mit Azubis, Gewerkschaften sowie Akteuren aus dem Handwerk und der Industrie weiß ich, wie groß der Fachkräftebedarf aktuell ist und vor allem auch in der Zukunft sein wird. Und das ist das Schöne an der Sache, welche Chancen die Beruflichkeit an dieser Stelle für die jungen Menschen mit sich bringen wird. Der 2. Punkt betrifft die Gewinnung von Berufsschullehrkräften. Auch hierfür wurde eben schon mehrfach gesprochen. Menschen sind aber Gewohnheitstiere. Wir neigen dazu, uns das Bekannte auszuwählen. Ich will mich selbst davon überhaupt auch gar nicht ausnehmen. Ich habe selber nach dem Abitur Gymnasiallehramt studiert. Warum? Weil ich Spaß an Schule hatte, an Unterricht und an der Arbeit mit jungen Menschen. Und ich muss zu meiner Schande eingestehen heute, 17 Jahre später, dass ich auch durchaus Berufsschullehrerin hätte werden können, wenn ich überhaupt gewusst hätte, dass dieses Berufsbild irgendwie auch existiert, neben der Grundschule und dem Gymnasium. Von daher bin ich eben auch persönlich überzeugt davon, dass wir mehr Berufsschulkräfte gewinnen werden, wenn wir eine verbesserte Berufsorientierung anstreben, die Kollegen haben es erwähnt, und wenn wir die Kooperation zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in allen Schulformen noch ein bisschen stärker forcieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir zum Schluss noch einige persönliche Bemerkungen als stellvertretende Vorsitzende unserer Enquete. Es war mir eine Ehre, mehrfach in Vertretung aktiv und engagiert mich einbringen zu dürfen. Sie, die Abgeordnetenkollegen, aber insbesondere auch unsere Sachverständigen, die heute hier nicht bei uns sein können, auf diesem manchmal doch durchaus harten Weg zu begleiten und zu leiten, hat mir persönlich sehr, sehr viel Freude gemacht. Zu erkennen, dass man einen Konsens im Dissens finden kann, so wie beispielsweise der DGB und der BDA in einer unserer Sitzungen. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen für unseren demokratischen Denkprozess. Und ich danke Ihnen allen für die schöne, gute Zusammenarbeit. Und liebe Frau Letzius, liebe Antje, auch von mir nochmal alles Gute für deine persönliche Zukunft. Mein und ich denke unser aller Dank gilt den Mitarbeitenden, der Fraktionen, der Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, der Sachverständigen und natürlich auch dem Sekretariat da oben auf der Tribüne. Ihnen allen auch mein, unser großer Dank. Zum Abschluss.
Unser aller Ausdauer, Geduld und Herzblut hat sich am Ende schließlich gelohnt. Wir haben diesen Bericht hier nun vorliegen. Und ganz im Sinne von Wilhelm Busch, der in Wiedensahl in meinem Wahlkreis geboren wurde, resümiere ich: Ausdauer wird früher oder später belohnt. Meistens später. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Die nächste Rednerin für die Fraktion der FDP ist die Kollegin Katja Sudin. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, welche neuen Kompetenzen müssen unsere Auszubildenden erwerben, damit sie in der digitalisierten Arbeitswelt von morgen selbstbestimmt leben und arbeiten können? Dieser Frage, die für unser gesamtes Bildungssystem zentral ist, ging eine Enquete-Kommission 3 Jahre lang nach. Ich habe das Geschehen auch als Nicht-Kommissionsmitglied eng verfolgt. Nun liegt der Abschlussbericht vor. Und auch wenn es auf eine so komplexe Frage sicher keine ganz einfachen Antworten gibt, so bleibt der Bericht doch an manchen Stellen hinter unseren Erwartungen zurück. Wir hätten uns noch mehr zukunftsweisende Aussagen gewünscht, wie Innovation und Digitalisierung in der beruflichen Bildung beschleunigt werden können. Als FDP-Fraktion ergänzen wir diesen Abschlussbericht daher mit einer echten Modernisierungsagenda für die berufliche Bildung. Mein Kollege Jens Brandenburg hat in seiner Rede in Auszügen darüber gesprochen. Meine Damen und Herren, wenn die Berufsausbildung für junge Menschen wirklich attraktiv werden soll, dann muss diese Modernisierungsagenda das Arbeitsprogramm der künftigen Bundesregierung werden. Spätestens die Corona-Krise hat die Schwachstellen unseres Bildungssystems schonungslos offengelegt. Und sie hat große neue Herausforderungen geschaffen, die uns leider noch lange begleiten werden. Nicht erst die aktuelle Studie der Goethe-Universität Frankfurt bescheinigt, dass Kinder und Jugendliche im Lockdown ihr Recht auf Bildung nur unzureichend wahrnehmen konnten und die entstandenen Lerndefizite mindestens teilweise kaum aufzuholen sind. Das, meine Damen und Herren, das darf uns nicht kalt lassen, das muss uns alle aufrütteln. Als freie Demokratin hat Bildungspolitik für mich einen extrem hohen Stellenwert. Und ich bin froh und dankbar, dass ich dieses Thema für meine Fraktion in den letzten 4 Jahren hier im Bundestag bearbeiten durfte. Denn weltbeste Bildung ist das Fundament für unser Menschenbild, das einen selbstbestimmten Menschen sieht, den wir stark machen wollen und damit auch sein Umfeld und die Gesellschaft insgesamt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Hinsicht gibt es noch viel zu tun. Unser Bildungssystem muss digitaler werden. Es muss jede und jeden Einzelnen unterstützen und fördern, einen individuellen Weg gehen zu können. Der Bildungserfolg, der muss unabhängiger werden vom Elternhaus. Im Kern muss unser Bildungssystem aber vor allem eins: Es muss in seiner gesamten Breite, von der Kita über Schulen, Ausbildungsstätten und die Hochschulen, Menschen dafür begeistern, Neues zu lernen. Dies ist meine letzte Rede im Deutschen Bundestag. Ihnen wünsche ich daher von ganzem Herzen, dass Sie die zentralen Herausforderungen, die für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes entscheidend sind, auch in der nächsten Legislaturperiode mit voller Tatkraft angehen. Es war mir eine große Freude und Ehre, an dieser Stelle in den vergangenen 4 Jahren mit Ihnen über unsere liberalen Konzepte zu debattieren, zu beraten und manchmal auch zu streiten. Und ich danke Ihnen sehr dafür. Ihnen wünsche ich alles Gute. Mögen Neugier, Gesundheit und Glück Sie auch in Zukunft begleiten. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katja Sudin. Alles Gute. Für die Fraktion Die Linke hat das Wort die Abgeordnete Jutta Grellmann. Lieber Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, 1972 habe ich meine Ausbildung als Chemielaborantin gemacht in einer Tochterfirma der Höchst AG in Wiesbaden. Das war eine sehr gute betriebliche Ausbildung mit breitem Grundwissen und einer vergleichbaren Qualität. Dieses Prinzip muss auch heute gelten.
egal ob ich meine Ausbildung in Frankfurt am Main oder in Frankfurt an der Oder mache. Doch das System der dualen Ausbildung ist in Gefahr. Schon seit Jahren werden zu wenig Ausbildungsplätze angeboten. Corona hat die Situation noch mal verschärft. Im Abschlussbericht der Enquete-Kommission, wo Politikerinnen auf Sachverständige strafen, stehen einige gute Vorschläge. Okay. Doch entscheidende Grundlagen, die die Zukunft der betrieblichen Berufsausbildung im digitalen Zeitalter sichern, fehlen. Und so geht es nicht. Wir sagen erstens, es ist höchste Zeit, eine Ausbildungsgarantie einzuführen. Jeder junge Mensch muss das Recht haben, eine vollqualifizierte Ausbildung zu machen. Heute gibt es trotz aller gegenteiliger Behauptungen nicht genügend Ausbildungsplätze für alle jungen Leute. Und Jugendliche können nicht auswählen. Dabei sagt das Bundesverfassungsgericht seit 1980, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen 12,5% über der Nachfrage liegen muss. Und zweitens, wir brauchen endlich eine Ausbildungsumlage. Wer nicht ausbildet, muss zahlen. Das ist doch klar. Über 80% der Betriebe bilden nicht aus. Aber alle profitieren von gut ausgebildeten Fachkräften und beklagen darüber hinaus auch noch einen Mangel. So läuft das auch nicht. Wenn man die Betriebe, die nicht ausbilden, zur Kasse bittet, kann man mit dem Geld Ausbildung finanzieren und zusätzliche Ausbildungsplätze schaffen, betrieblich und überbetrieblich. Das ist die Grundlage für die Ausbildungsgarantie. Die Umlagefinanzierung gibt es heute schon in der Bauwirtschaft und das seit Jahren und seit kurzem in der Pflege. Es ist also keine Utopie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber es bleibt noch viel zu tun. Als Linke werden wir deshalb weiter Druck machen für gute Ausbildung für alle. Das ist auch heute meine letzte Rede. Sie werden mich aber nicht los. Ich werde das alles ganz genau beobachten. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich wieder da. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Klemann. Auch Ihnen alles Gute. Die nächste Rednerin für die CDU-CSU-Fraktion ist die Abgeordnete Sibylle Benning. Sehr geehrter Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren, nach vielen Anregungen aus dieser Enquete-Kommission, die die Kollegen jetzt auch schon vorgetragen haben, frage ich, warum entscheiden sich zu wenig junge Menschen für eine Ausbildung in Deutschland? Warum bleibt der Fachkräftebedarf ungedeckt? Ich meine, wir müssen die Attraktivität der Ausbildung deutlich steigern. Und wie? Zum Beispiel durch internationalen Austausch mittels eines deutschen beruflichen Austauschdienstes, des DBAD. Schon vor 800 Jahren wanderten die Steinmetze, quasi Begründer des Handwerks, durch ganz Europa und bauten die Kathedralen überall auf dem Kontinent. Sie verbreiteten dadurch neue Fähigkeiten, Wissen und Perspektiven. Und heute? Heute fordern wir 20% in 2030. 20%, das ist die neue von der Enquete-Kommission beschlossene Zielmarke für Auszubildende, die während ihrer Ausbildung Auslandserfahrung gesammelt haben sollen. Das ist ambitioniert, denn heute haben wir nur einen Anteil von 7% Azubis mit Praxiserfahrung im Ausland. Im akademischen Bereich liegt dieser Wert um ein Vielfaches höher. Da müssen wir nachlegen. Als Konditor nach Paris, als Schreiner nach Italien oder als Kommunikationskauffrau nach London. Internationale Mobilität steigert die Attraktivität der Ausbildung. Und dabei profitieren die Azubis selber, die Betriebe und die Gesellschaft vom interkulturellen und fachlichen Austausch. Einerseits haben wir einen Mangel an Auszubildenden und andererseits einen hohen Bedarf auch an internationaler Erfahrung in der deutschen Wirtschaft. Aber gerade kleinere und mittlere Unternehmen, die einen Großteil der Ausbildung leisten, brauchen Beratung für Auslandsaufenthalte. Denn Azubis, Schulen und Ausbilder müssen wissen, was eigentlich möglich ist.
Und auch das EU-Programm Erasmus Plus muss finanziell erhöht werden. Das reicht alles noch nicht. Und es reicht immer noch nicht, denn es fehlt an regionaler und digitaler Beratung, an bundesweiter Öffentlichkeitsarbeit und an Nutzerfreundlichkeit der existierenden Portale. Die großen öffentlichen Programme, die Vielzahl kleiner privater Träger von Austauschstipendien, länderspezifische Programme und auch individuelle Mobilitätsprojekte unterschiedlicher Dauer für verschiedenste Branchen. Hier fehlt Klarheit. Wie soll denn zudem eine ausländische Stelle im Wirrwarr von Kammern, Schulen, Betrieben, Bund und Ländern den richtigen Ansprechpartner für ihr internationales Mobilitätsprojekt finden? In der Enquete-Kommission habe ich mich besonders dafür eingesetzt, die internationale Mobilität auch institutionell zu stärken. Ein deutscher beruflicher Austauschdienst nach einer Skizze des IHK kann von Grund auf dazu beitragen, die Quote der Auslandsaufenthalte zu steigern. Hierfür soll ein runder Tisch aus Bund, Ländern, Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden beraten, in welcher Form eine bundesweite Koordinierung und Stärkung der internationalen Mobilität in der beruflichen Bildung am besten gelingen kann, ohne dass Doppelstrukturen entstehen. Dafür müssen die bestehenden Programme und Strukturen verzahnt, aber auch erweitert werden. So eine Institution, die hätte Strahlkraft und soll als DBAD auch in der Begrifflichkeit klar an einen DAAD angelehnt sein. Denn nicht nur in der akademischen Bereich hat in der internationalen Mobilität eine klare Institutionalisierung und Stärkung verdient. Mir ist besonders wichtig, dass ein DBAD auch die gute regionale Arbeit der kammernahen Mobilitätsberatung wie Berufsbildung ohne Grenzen integriert und forciert. Denn es gibt viel zu viele weiße Flecken auf der Karte, an welchen wo Betriebe vor Ort keine Beratung zu Auslandsaufenthalten haben. Für die Attraktivität der Ausbildung braucht es auch an anderen Stellen verbesserte Rahmenbedingungen. Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum für junge Menschen in Ausbildung, nicht nur studentisches Wohnen. Und hier erwarte ich Angebote für junge Menschen. Das Azubi-Ticket ist besonders wichtig. Und auch Ermäßigungen, die Studierenden zugutekommen, sollen in angemessener Weise auch für Azubis gelten, besonders auch was Kultur und Freizeit angeht. Nur wenn Ausbildung für junge Menschen attraktiv ist und das auch bei ihnen ankommt, werden wir den Fachkräftebedarf decken können. Es gibt also noch genug zu tun in der nächsten Wahlperiode. Und ich beobachte das auch. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner macht sich bereit. Der Kollege Axel Knörig, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Abschlussbericht der Enquete mit über 600 Seiten, der liest sich wirklich wie ein Handbuch zur beruflichen Bildung. Wir haben alle Bereiche der Aus- und Weiterbildung untersucht und auch Vorschläge erarbeitet, welche Anpassungen an die digitale Arbeitswelt vorzunehmen sind. Uns als Union war auch wichtig, für mehr Chancengerechtigkeit bei der beruflichen und akademischen Bildung zu sorgen. Denn unsere mittelständische Wirtschaftskraft basiert auf der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Über 75% der Lehrlinge werden in kleinen und mittleren Betrieben ausgebildet. Und deswegen fordern wir einen Pakt für die berufliche Bildung. Wir wollen diese zukunftsfit machen. Wir brauchen mehr technische Ausstattung, aber vor allem auch geschultes Personal. Die Ausbilder in den Betrieben und die Lehrer in den Berufsschulen müssen digital fit gemacht werden. Und wir wissen sehr wohl auch, dass viele Schulen sich bereits auf den Weg gemacht haben und eigene Digitalpläne erarbeiten. Über neue Plattformen für Aus- und Weiterbildung soll ortsunabhängiges Lernen ermöglicht werden. In diesem Zusammenhang wollen wir auch die Mobilität von Auszubildenden stärken. Denn oft ist es räumliche Distanz, die verhindert, dass Lehrlinge und Betriebe zusammenkommen. Hier setzen wir auf Azubi-Ticket sowie kostengünstige Wohnheime für die jungen Berufstätigen. In der Arbeiter-Enquete ist deutlich geworden, dass die Fraktionen in Fragen der Ordnungspolitik bei der beruflichen Aus- und Weiterbildung sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Für die Unionsfraktion kann ich festhalten, bewährtes und erfolgreiches wollen wir nicht verändern. Das gilt auch für die eigenverantwortliche Kooperation zwischen Unternehmen und Kammern in der Berufsbildung.
Ich habe mich in einem Votum mit den Sachverständigen der Union auch gegen staatliche Eingriffe in den privaten Weiterbildungsmarkt ausgesprochen. Damit haben wir den Regulierungsabsichten der Opposition eine klare Absage erteilt. Was in der Enquete noch deutlich geworden ist, die Bedeutung regionaler Arbeits- und Bildungsmärkte. Diese sind sehr unterschiedlich. Insofern sind passgenaue Angebote für heimische Fachkräftesicherung außerordentlich wichtig. Und hier möchte ich ein Beispiel aus meinem Wahlkreis Diepholz-Nienburg erwähnen. Im Landkreis Diepholz haben wir mehrere lokale Netzwerke aus Hochschulen und Berufsschulen, Unternehmen und Kommunen miteinander vernetzt. Dazu gehört die Ausbildungswerkstatt TAF in Bassum. Hier kooperieren 9 Unternehmen mit der Stadt und der Metropolregion Nordwest zusammen. Sie haben ein eigenes Ausbildungszentrum für technische Berufe aufgebaut und ist somit zu einem Leuchtturmprojekt in der Region geworden. Dort werden gemeinsam die Fachkräfte ausgebildet, die vor Ort gebraucht werden. Meine Damen und Herren, solche privaten Initiativen wie das TAF müssen wir in den gesamten Bildungskontext einbinden. Und das Modell der dualen Ausbildung hat sich bewährt und darf nicht durch bildungspolitische Vorgaben eingeschränkt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Axel Knörig. Und der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Stefan Kaufmann, CDU-CSU-Fraktion. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, am Ende dieser Debatte ist sehr viel gesagt worden zu den Inhalten, vielleicht ein Wrap-up. Und ich möchte noch mal zurückkommen zum Anfang, zur Entstehung dieser Enquete-Kommission. Wir hatten in der Koalitionsvereinbarung, in den Verhandlungen damals uns überlegt, dass wir die Stärkung der beruflichen Bildung in den Blick nehmen wollen. Wir haben die Einsetzung der Enquete-Kommission aufgeschrieben und in den Verhandlungen dann im Zuge der Ausgestaltung hat man die Verbindung zur digitalen Arbeitswelt, zur Digitalisierung geschafft. Und diese Fokussierung auf die digitale Arbeitswelt war mitunter schwierig in den Debatten. Das Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung, eben die Stärkung der beruflichen Bildung gegenüber der akademischen Bildung, stand immer sozusagen mit, stand und schwang bei den Diskussionen mit. Und das hat auch, glaube ich, die Diskussion heute noch mal gezeigt. Am Anfang sollte der Bericht auch relativ schlank gestaltet werden. Das ließ sich am Ende nicht ganz realisieren, aber es zeigt ja nur die große Komplexität des Themas. Wir hatten 7 Projektgruppen eingesetzt und haben eben die Vielfalt der beteiligten Ebenen und Akteure abgebildet, Aus- und Weiterbildung, Handwerk, Industrie und Sozialberufe, schulische und außerschulische Bildung. All das musste am Ende zusammengebracht und zusammengefasst werden. Und es war, denke ich, das große Verdienst auch dieser Kommission, dass wir alle Akteure eingebunden haben, dass die Sozialpartner alle mit am Tisch saßen, dass wirklich sehr viel Expertise in dieser Kommission war, auch viel gegenseitige Wertschätzung im Übrigen. Und auch das muss man sagen, viel Vorwissen all derer, die da mit dabei waren, was natürlich auch dazu geführt hat, dass manch auch alte Schlacht mitgeschlagen wurde, zum Beispiel zum Thema Ausbildungsgarantie. Wir haben es ja auch heute hier in der Debatte erlebt. Ich denke jedenfalls, dass wir mit diesem Bericht, der nun vorliegt, ein neues, ein digitaleres Kapitel für die berufliche Bildung aufschlagen. Der Abschlussbericht sollte nun in der Tat Grundstein sein für die kommende Legislaturperiode, für die vielen Stakeholder, die auch von diesem Bericht betroffen sind auf allen Ebenen, sozusagen eine Fibel, ein Nachschlagewerk für alle, die mit der beruflichen Bildung in einer digitalen Arbeitswelt zu tun haben. Und unser Anspruch war, und ist es, und da spreche ich, denke ich, für das ganze Haus, wir wollen alle Menschen fit machen für eine sich immer schneller verändernde Arbeitswelt. Und dazu gibt nun dieser Bericht wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Handlungsempfehlungen. Ich möchte jetzt gar keine besonders herausheben. Ich bin auch froh im Übrigen, dass sich viele der Handlungsempfehlungen auch zum Teil schon in den Wahlprogrammen der Parteien wiederfinden. Das ist, denke ich, ein gutes Zeichen, auch wenn es um die Umsetzung dieses Berichtes geht. Und natürlich ganz drüber steht der Pakt für die berufliche Bildung, in den, denke ich, auch ein Pakt für die berufsbildenden Schulen integriert werden sollte. Das ist ja wichtigster Bestandteil auch dieser Empfehlungen neben den vielen anderen konkreten Themen. Ja, am Ende möchte ich tatsächlich auch noch mal
allen danken, die mitgewirkt haben in dieser Enquete-Kommission, die vielen Experten, die externen Referentinnen und Referenten, den Mitarbeitern in den Fraktionen, in den Bundestagsbüros, ohne die diese wichtige Arbeit so überhaupt nicht möglich wäre. Und auch abschließend nochmals wirklich dem Sekretariat, das eine sehr, sehr gute Arbeit hier gemacht hat. Allen nochmal danken für die wirklich sehr gute Zusammenarbeit, für die vertrauensvolle und konstruktive Arbeit, die wir hier gemeinsam geleistet haben. Ja, und vielleicht abschließend, es war mir eine große Freude und Ehre, die Kommission fast 2 Jahre lang leiten zu dürfen. Den schwierigeren Teil aber hatte dann meine Nachfolgerin Antje Letius. Liebe Antje, du hattest die Aufgabe, für den Abschlussbericht und alles zusammenzuführen, die wirklich komplexen Diskussionen der vergangenen 3 Jahre zusammenzuführen in einem schon etwas beginnenden Bundestagswahlkampf. Das war eine große Herausforderung. Du hast sie gemeinsam mit dem Sekretariat, mit den Obleuten, mit allen sehr, sehr gut gemeistert. Am Ende ist ein wirklich gelungener Bericht herausgekommen. Dafür nochmal herzlichen Glückwunsch, herzliches Dankeschön. Alles Gute dir für deine persönliche Zukunft und dem ganzen Hause, denke ich, wünsche ich, dass wir diesen Abschlussbericht als Handlungsempfehlung nehmen für die Arbeit, die ja nicht zu Ende ist für die kommenden Jahre. Ganz herzliches Dankeschön nochmal allen, die mitgewirkt haben. So, vielen Dank, Stefan Kaufmann. Ich schließe die Aussprache und wir haben damit den Schlussbericht der Enquete-Kommission berufliche Bildung in der digitalen Arbeitswelt, Auftragssache 3059, zur Kenntnis genommen. Und ich rufe auf als nächstes